In Afrika hat alles angefangen. Schon eine Weile her. Dann ist es rübergeschwappt. Heute sagen wir dem Rhythmus. Musik. Andere Kulturen. Finden tut man das noch. An Afro-Pfingsten. In Winterthur. Winterthur! 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 Ja, einen Augenblick. Es ist für die Vielfalt, es ist für die Menschen. Warum seid denn ihr heute da? Damit wir etwas Tolles sehen. Die knackigen afrikanischen Männer. Ja, nur diese, nur diese. Wir haben ihn gefunden. Tupac Shakur ist am Leben. Ja. What's up, Nigga? What's up, man? It's Tupac Westside, an Afro-Finster. You know what I'm saying? All the people must come to Afro-Finster. Tupac in the live. Still, here, all the people must enjoy. Music, drinking, Kenya. And smoking. Yeah, and fluking, man. What's up, nigga? What's up, outlaw, Machiavelli? You can't fuck with us. Dann Tupac, wo warst du die ganze Zeit, ja? Ich versteck's. Du bist ja ziemlich unauffällig angezogen heute. Ja. Ist das absichtlich? Ja. Oder willst du einen Kontrast schaffen hier? Hallo! Alles klar bei dir? Ja. Afro-Pfingsten. Das ist auch sehr schön. Ja, ist es in Afro? Wir machen so viel Spaß hier in diese hier Feier hier, diese Stadtfest. Macht so Spaß. Ich habe kein Wort verstanden, aber ich fühle dich, ja? Ja! Entschuldigung, um was geht's denn? Ah, das sind Workshops, afrikanische Tänze. Man kann lernen, wie man tanzt. Ja, genau. Ich gehe jetzt nach draußen an dieses Afro-Pfingsten und probiere meine neuen Trichli anzuwenden. Frauen, alles klar bei euch? Ja! Wie sind denn die Anstellungsbedingungen hier? Ganz einfach, alle relaxed, easy. Alles Kinder von der Familie? Ja. Wie würden die Menschen in Somalien reagieren, wenn du denen erzählen würdest, dass hier das Nationalessen geschmolzener Käse ist? Die würden skeptisch schauen. Und so werden wir manchmal auch angeschaut? Entschuldigung. Es hat ziemlich viele afrikanische Musiker auf der Bühne. Und sie haben mich eingeladen auf einen kleinen Jam. Mama Afrika. Hey, cool, hadi. Ich sage Mama. Cool. Mama. Hadi, bringen wir den Orient rein, hadi. Mama Afrika. Drauf. Ja, Chef. Die Afrikaner haben uns gezeigt, wie man auf engstem Raum miteinander sein kann. Und manchmal denke ich mir auch, die Schweiz ist eine Sucherwatte. Es ist gut. Aber zu viel vom Guten kann ungesund werden. Heute tauchen wir in die Tiefen der Schweizer Mythologie ab. Auch beim Wilhelm Tell gab es nämlich schon mal Stress mit einem Ausländer. Müslüm Television geht diesem historischen Trauma auf den Grund. Neben mir ist Peje von den Tell-Spielen. Was erwartet uns heute?
Heute erleben wir zwei die Schweizer Geschichte in zwei Stunden. Wir sind mit drinnen in einem riesen Pulk von Schauspielern. Da geht die Post ab. Dann los mit der Post. In jedem von uns steckt ein kleiner Wilhelm Tell oder ein Gessler. Und jeden Tag müssen wir aufs Neue entscheiden, in welche Rolle wir schlüpfen wollen. Ist doch so, Ballisto. Muslim-Television. Entweder du schalt dich ein oder wir schalten dich aus. Ich besuche heute die Ältesten unserer Gesellschaft, die ihr plötzlich im Altersheim gefunden haben. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit und meines Respektes gegenüber diesen Menschen will ich ihnen heute etwas geben, nämlich mein Supervitamin. Seid ihr da? Hade! Vielen lieben Dank.
Dank für diese unglaubliche Begrüßung. Ist ja heute nicht selbstverständlich. Da muss man schon ins untere Löchli kommen, damit man so empfangen wird. Am besten gebe ich euch mal einen kleinen Vorgeschmack auf das Ausländersein. Halle! Wenn ich mein Bartmann nicht rasiere, meinen Sie gerade, ich explodiere. Wenn ich meinen Rücken mal verbiege, meinen Sie, ich will IV beziehen. Oh. Ich habe vorhin gerade gehört, dass im Altersheim 80% Frauen sind und 20% Männer. Wie gefällt Ihnen denn das? Ja, also hier. Ja, etwas Männer braucht es noch. Ganz wenige noch. Dann wird es etwas lebendiger. Frauen, eins ist klar. Es kann kommen, was will. Uns bekommt keiner mehr auseinander. Schön. Nein, Gott gib's ja. Einen Augenblick. Aber wie machen wir denn das? Ich habe es. Oh, langsam. Ein jugendfreies Fernsehen. Die Kinder sind gekommen vom Nachbarsdorf wahrscheinlich. Kommt doch mal nach vorne, Kinder. Kommt nach vorne, Adi. Dann improvisieren wir weiter. Zwar geht es dieses Mal darum, ich hatte dieses Lied geschrieben, Müslüm Dürüm. Hört gut zu, Kinder. Aus der Region eine Portion, viel Sibeli und Tabasco. Kinder wollt ihr Dürüm, Menschen wollt ihr Dürüm, sagt ja. Ja! Kein Kentucky oder McDonald's Fried Chicken. Wenn ihr meinen Dürüm isst, könnt ihr viel besser kicken. Kinder wollt ihr Dürüm, Menschen wollt ihr Dürüm, sagt ja! 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 Was würdet ihr euch wünschen? Dass die Jüngeren ein bisschen mehr zu euch raufschauen und euch respektieren? Die Jungen haben viel mehr Technik. Oder? Darum sind sie effektiv gleich einsam. Sie spielen nicht mehr miteinander. Sie töckeln nur noch den ganzen Tag. Oder? Das ist etwas schade. Mikrofon check 1, 2. Darf ich noch mal den Namen haben? Marie! Einen Applaus für die Marie! Hab ein Zündhölzli angezündet und dann hab ich draufgefurzt. Dann kam der Heimleiter vorbei und hat gesagt, was ist diese? Was ist Schweinerei. Diese? Lassen Sie es denn manchmal auch Labambele? Oh ja! Ganz sicher. Und wie lassen Sie es bambele? Wie passiert? Das sage ich nicht. Schaut doch auch wieder mal vorbei in einem Altersheim. Und lasst euch einige Weisheiten mit auf den Weg geben. Die Schweiz macht ja bekanntlich glücklich, aber auch depressiv und krank. Darum gehen Aladdin und Sergio manchmal in die Thai-Massage und lassen es bambele. Ja, Chef. In diesem Gebäude hinter mir gibt es auch viele Menschen, die gerne Doktor spielen. Oh, passt sehr gut. Soll ich sie wirklich zeigen, die Karte? Oh, mutig und stark. Wenn ich ihre Nase anschaue, dann sieht man zum Beispiel hier, haben sie so einen Flisshöcker. Das heisst, dass sie sich sehr eingesetzt haben, ein Ziel zu erreichen. Das haben sie sich selber gesagt. Und weil die Nase ganz leicht die Biegung nach oben hat, nicht viel. Aber ach, beleidigen Sie die Nase nicht, bitte. Nein, das ist die Chefnase. Ja, Chef. Ist es eine eigene Kreation? Ja. Sie haben das entwickelt. Den
Ich behandle hier das Herz. Herzmeridian, Herz und den 1, 2, 3. Chakra noch. Was haben Sie gemacht, ja? Man würde es ihr so nicht geben, aber sie ist gut. Also ich habe zum Gabriel vor allem die spirituelle Seite, wo er wie einfach weiss und er handelt auch einfach sehr intuitiv. Darf ich kurz fragen? Nehmen wir hier gerade Kontakt auf ins Jenseits? Nein. Weil ich schulde jemandem noch Geld, der ist letzte Woche gestorben. Ich gedacht. Du nimmst jetzt diese Männlein. Cool. Jetzt stellst du diese Männlein auf. Und wo bist du? Ich bin der da. Und warum schaust du in die andere Richtung? Stimmen wir ein? Hypnose. Soll ich es fragen, Aladdin? Ja, Chef. Wollen wir mal ein Experiment machen? Mit Hypnose? Das geht nur mit dem Willen und mit der Einwilligung des Klienten. Wir könnten es ja so machen, dass du all die Zuschauer hier draußen über diese Kamera hier so hypnotisierst, dass sie dann auch immer wieder einschalten, wenn es heißt Muslim-Television. In noch 2-3 Minuten werden deine Augen schwerer und schwerer. Denn alles, was der Muslim sagt, entspricht der absoluten Wahrheit. Aladdin? Ja, Chef. Wo sind wir, ne? Im Namen von Muslim Television, es ist kein Attentat, es ist nur eine Ansage, keine Panik. Sergio, bitte, ja. Halt die Angel weg, ja? Wir sind professionell. Wir sind alle die Alternativen, aber wir sind nicht naiv. Und nicht nur das, oh nein, ich kam hier hin und ich hatte mich verloren, Ich wusste nicht einmal, wer ich bin. Ihr müsst euch langsam radikal für eure Ideen einsetzen. Sonst werden die Großen und Mächtigen euch einsetzen für ihre Ideen. Was haben wir gelernt? Wenn beide mit offenen Karten spielen, wortwörtlich, dann kann es gut kommen. Wir sollten mehr sagen, was wir denken und nicht denken, was andere sagen. Für das stehe ich mit meinem Namen. Muslim Television. Gastarbeiter, deine Arbeit ist vorbei und du bist frei. Wir sind heute beim FC Pristina. Ich habe all Exzess, ich kann überall reingehen und heute will ich herausfinden, was ist das Geheimrezept dieser Mannschaft, welche all die anderen Mannschaften degradiert. FC Pristina, ja. Ein Name, ein Erfolg. Und hier drinne ist das Rezept. Alles klar, Jungs. Andi? Alles klar. Die erfolgreichste Mannschaft in der 3. Liga, richtig? Ja, Chef. 3. Liga und heute könnten sie Meister werden. Ich begrüße euch zum heutigen Meisterschaftsspiel und gebe so ganz herzlich den Muslim. Schicke einen Applaus weg. Zur Aufstellung. Wir fangen an mit dem Alex im Goal. Auf der rechten Seite der Gazi, Innenverteidigung mit dem Spätim und dem Paidim wie gewohnt. Auf der linken Seite spielt der Ismail. Ich habe noch eine kleine Frage. Wenn ihr bevor das Spiel anfängt, was sagt ihr dann? 3-4 Pristina. Ja, genau. 3-4 Pristina. Können wir es heute anders machen, ausnahmsweise? Ja. Die Schweizer sagen doch Siegesage, hoi, hoi, hoi. Ja. Und da jeder einen 7-Tage-Bart hat, sagen wir 7 Tage, Bart. 7 Tage, 7 Tage. 7 Tage, Bart! Ja, gesponsert von Gillette. Einmal nach vorne. Adi, Jungs, hier ist der Ball, hier. Nehmt ihn in die Hände, den Ball, nehmt ihn in die Hand, dann zurück mit dem Innerricht. Der beißt ihn, der Junge kann kein Deutsch. Aber der Junge kann Fußball spielen, ja.
sage euch eins, Jungs. Aladdin, es wird schwierig. Sie sind ziemlich schwierig zum Ansprechen. Aber wenn man sie mal hat, dann hat man sie ja. Der FC Jägersdorf ist wirklich ein schwieriger Gegner. Also zeigen die Klasse, die sind erst und verdient erst. Sie sind 9 Punkte vorne. Erwin hat es gesagt, Jungs. Wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn einer rausfliegt, dann holen wir ihn wieder rein. Sieget habe 7 Tage, 7 Tage Ball! Jetzt geht raus und holt sie von den Beinen. Alle! Jungs, und wenn es Tore gibt, nicht den Adler, macht ihn richtig, so! Torschütze mit der Nummer 15. In Zusammenarbeit mit der Fremdenpolizei bei Team Mazrihu. I love you! Hey! Ja, hadi! Hadi! Jungs, unglaublich, 5, ja? Wir haben nicht gesagt, in der ersten Halbzeit das ganze Spiel fertig machen. Langsam, ja? 7 Tage, 7 Tage! 7 Tage, Ball! Das ist das Rezept für den Erfolg. Lass den Bart wachsen, damit sie schön abhauen, wenn du den Ball hast. Nimm dir die Niederlassungsbewilligung weg, wenn du nicht richtig reingehst. Ja. Hilbert, Handschlag, Handschlag, Handschlag! Geil, Len! Halle! Ihr seid qualifiziert für das Aufstiegsspiel. Was macht dieses FC Pristina zu diesem unglaublichen Zauber? Was uns eigentlich ausmacht, ist, wir arbeiten einfach, wir arbeiten wirklich diszipliniert und korrekt zusammen. Und das macht der Unterschied aus, denke ich, zum Gegner, wo ich muss sagen, wirklich, jetzt ist das 20. Spiel. Wir haben 19 Siege und bis heute hat das super geklappt. Einige Schweizer Tugenden sind hier beim FC Pristina schon mehr als nur angekommen. Disziplin, ja, das haben sie. Und ihre Emotionen haben sie auch unter Kontrolle. Das haben wir heute gesehen. Und mit diesen zwei Eigenschaften kommt man ziemlich weit im Leben. Egal ob Schweizer oder Ausländer. Aladdin, bist du sicher? Ist es das richtige Nummer? Ja, Chef. Serf. Hallo, hören Sie mich? Ja, halt das Telefon richtig. Len! Ja, Chef. Ich rufe Sie an wegen Muslim-Television. Ja, ich habe den Auftrag erledigt. Wir haben abgedreht. Was mache ich mit den Videokassetten? Voll, vielen lieben Dank. Chef, Chef. Warte einen Augenblick. Ich bin der Moser. Moser. Nicht Muslim, Moser. Ja, Chef. Moser? Der bin ich. Wo ist das Material? Oder? Hopp, hopp. Chef, und jetzt? Die Arbeit ist fertig. Du und Sergio, ihr könnt gehen. Gehen? Wo? Zum FC Pristina, geht zum Tele24, Tele Bern, geht euch bewerben. Ihr habt Referenzen, ja? Ja, ich jedenfalls gehe wieder zurück in die Heimat, ja. Lass es ein bisschen bammeln. Bring noch ein paar Geschenke mit. Und leiste so eine Art Entwicklungshilfe an den Jahren. Ich brauche noch den Stutz. Was für Geld, ne? Ja, die 700, die wir ausgemacht haben für das. Bachöbi hat mir gesagt, 500 Bar auf die Hand. Ja, 600, okay, komm, sechs Wort. Wir sind hier nicht auf dem türkischen Basar, ne? Was auf mich? Drei. Chef? Ist für dich. Aladdin, Sergio, das wäre wirklich nötig gewesen, ja. Ja, Brüder, ja. Es war eine großartige Zeit, ja. Wir hatten viele Abenteuer, ja. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ihr werdet mir fehlen. And I will always love you.
Ja. Hä? Mir heiß. Cool. Jungs, eine Bitte habe ich noch. Wenn ihr bei einer Post vorbeikommt, dann schickt doch dieses Paket mit all den Videokassetten drauf dem Schweizer Fernsehen. Sir. Ja, okay. Sergio, ist in deinen Händen. Und vergesst es nicht. Lasst es ab und zu bambeln. Aladin, ich glaube, du kannst abstellen. Ja, Chef.